Meine Fresse. Das ist doch keine schlechte Nachricht, wenn irgendjemand sagt, du bist aber alt geworden. Das ist doch keine schlechte Nachricht. Das war eigentlich ganz gut. Wenn er sagt, so, Mensch, du bist aber alt geworden. Eine schlechte Nachricht zum Beispiel, wenn jemand sagt, der und der ist gestorben. Oder, ja, oder die Frau ist sehr krank oder sowas. Aber ich meine, in der heutigen Zeit ist es auch sehr schwierig, gute Nachrichten von schlechten Nachrichten zu unterscheiden. Ich will Ihnen mal ein Beispiel, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen abends vorm Fernseher, die Tagesschau läuft und in dem Moment auf einmal abrupt unterbricht der Nachrichtensprecher die Tagesschau mit den Worten, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie wir soeben erfahren haben, ist die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel, zurückgetreten. Ja! Ja! Vielleicht werden wir doch noch das Landeslächeln, wer weiß. Ja! Da kommt jetzt ein neuer und das wird geiler und in dem Moment kriegt man eine Gänsehaut am ganzen Körper, Schweiß auf der Stirn und eine leichte Panikattacke. Wenn Angela Merkel zurücktritt, ist Philipp Rösler Kanzler. Dagegen wäre eine gute Nachricht, wenn in Deutschland die Ebola-Seuche ausgebrochen wäre. Das wäre eine gute Nachricht dagegen. Philipp Rösler wäre Kanzler. Ich mache das mal in Aussprache. Ich kriege das komische Gefühl dabei. Ich sehe das vor mir. Erster Auslandsbesuch. Ich sag mal, was ich Amerika zum Beispiel. Die Gangway runter. Natürlich neben ihm der erfahrene Guido Westerwelle. Ne? Der kennt sich ja aus, der Mann. Wahrscheinlich verfolgt von seinem Mann oder Freund oder was ich, wer das ist, ja irgendwie. Könnte ja sein, dass irgendwo ein Event gemanagt werden muss. Und unten steht Barack Obama und guckt so hoch und wird dann wahrscheinlich zu einem seiner Mitarbeiter sagen, sag mal, wer ist jetzt der neue deutsche Bundeskanzler, der wird kommen oder die Flachpfeife? Und wahrscheinlich wird einer seiner Mitarbeiter sagen, der wird kommen. Und in dem Moment wird Barack Obama denken, mit der Globalisierung, ich weiß auch nicht, ob er so wird. Ist egal. Jedenfalls in dem Moment wird sich Philipp Rösler umdrehen zu Guido Westerwelle und wahrscheinlich sagen, Guido, ich bin Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und die holen mich mit Neger ab. Und Westerwelle, weil der sich da gut auskennt, wird zu ihm sagen, so, Philipp, Neger ist ein Schimpfwort, aber ganz erklären kann ich mir das auch nicht. Ich meine, wo uns Rösler entlassen könnte, der, wenn er nach Griechenland fliegt. Dann heißt das nicht mehr hier, scheiß Deutsche, scheiß Nazis. Überall nur schreien, scheiß, wir kommen. Scheiß, damit könnte ich umgehen. Ne? Aber wahrscheinlich wird auch Herr Brüderle mit seinem väterlichen Rat, der FDP, Philipp Rösler zur Seite stehen, wenn er zum Beispiel eine Reise nach Moskau machen muss. Dann wird wahrscheinlich Brüderle sagen, pass mal auf, Philipp, der Scheitel stimmt schon, wenn du dich hier so einen kleinen Bart wachsen lässt, das ist immer gut angekommen in Moskau. Und wahrscheinlich wird das Rösler auch glauben. Und gerade sagt Brüderle, der hat einem ja alles versaut. Der hat einem ja alles versaut. Ich mache so gerne Komplimente Frauen gegenüber und so. Ja, wirklich. Ich habe letztens ein Foto von dem, ich muss ganz ehrlich sagen, der kann sich doch kaum artikulieren. Wie hat denn die Sternreporterin gemerkt, dass sie sexuell belästigt werden? Da muss sie ja schon ganz schön die Ohren gespitzt haben. Ne? Aber meine lieben Damen, ich habe ein Foto von dem Typen gesehen. Wenn so ein Mann sich sexuell belästigt, einfach Kopfnuss und ab in die Eier. Das wird, der holt erstmal Luft und dann können sie weitergehen. Ne? Für uns denkende Menschen, Entschuldigung, für uns denkende Männer, ist das eine schwierige Sache, weil ich finde es nämlich gut, dass die Frauen sich gegen sexuelle Belästigung wehren. Nur für mich selbst ist das so, dass ich denke so, ach du Scheiße, wie oft habe ich denn in letzter Zeit sexuell belästigt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so was genau. Weil, ich mache mal ein Beispiel. Marianne, die steht ab und zu bei uns am Merchandising-Stand, das ist der Stand, wo man CDs und Bücher kaufen kann und so. Und die habe ich immer angerufen, wenn Not an Frau oder Not an Mann war, wenn jemand fehlt, habe ich gesagt so, Marianne, ich suche eine sexy, intelligente Frau mit toller erotischer Ausstrahlung. Und da habe ich an dich gedacht. Und da hat sie immer gesagt, ich ja gerne, Pappe, komm ich vorbei. Ich meine, sie ist 35, hat zwei Kinder und einen Mann, also ich will sie wirklich nicht anbauen. Aber in dem Moment dachte ich so, ja, bin ich auch ihr Chef für eine Stunde? Das könnte schon sexuelle Belästigung sein. Ne? Und stell dir mal vor, das Telefon ist laut gestellt, was soll der Mann von mir denken? Und dann denkst du, ach du Scheiße, will der von... Deswegen habe ich das diesmal ganz anders gemacht. Ich habe sie angerufen und gesagt, Marianne, du bist 35, sei froh, wenn du einen Job kriegst. Ja, sie ist nicht. Ja, was soll jedenfalls keine Belästigung. Aber eins sage ich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lasse mir das Komplimente machen, nicht verbieten. Ich bin, also wenn ich Frauen keine Komplimente mehr machen darf, bitteschön, ne, dann mache ich sie eben Männer. Ich bin letztens an vier Maurern vorbei und gesagt, so geile Erschiehung, kann auch nicht. Kam irgendwie, weiß ich nicht, kaum nicht gut an. Aber das ist Brüder, einer von, der nächste von der FDP, der einem wieder was versaut. Ne? Obwohl, bei der letzten Wahl hat die FDP ja sehr gut abgeschnitten. Ne? Und irgendwie müssen die ja einen Sympathieträger haben. Also, dass die jemand wählt. Ich meine, am Parteiprogramm kann es nicht liegen, dass die jemand wählt. Da muss irgendwo ein Sympathieträger sein bei der FDP. Da ist auch einer. Jetzt fällt mir auf den Schlag keiner ein. Da ist aber auch einer.
Ja. Jürgen Möllermann zum Beispiel. Aber der hat den Absprung auch gerade noch geschafft, das dürfen wir nicht vergessen. Wo ich gerade von Absprung spreche. Ist das eigentlich eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht? Der Papst ist zurückgetreten. Hätte ja einfach nur umfallen brauchen, der ist zurückgetreten. Jetzt ist die Frage, ist das eine gute oder ist das eine schlechte Nachricht? Ich meine, für die Katholiken, für die Welt ist das vielleicht eine ganz gute Nachricht. Weil die denken, ja, da kommt ein neuer Papst, der redet auch mal über Präser und über Misshandlung. Vielleicht ein ganz junger Mann von 78 Jahren. Und jetzt zieht sich ja Papst Benedikt, der zieht sich ja im Vatikan in so ein Kloster zurück. Da arbeiten, glaube ich, 12 Messdiener. Und jetzt stellt sich die Frage, ob das für die eine gute Nachricht ist. Das kommt ganz drauf an, wie sexuell aktiv der Papst doch ist. Aber so ist das immer so eine... Es verfallen ja so die Werte, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es verfallen ja so. Die EU hat den Friedensnobelpreis gekriegt. Stand gar nicht in der Bild. Wir sind Friedensnobel. Stand gar nicht drin. Das war irgendwo selbst peinlich. Wir haben den Friedensnobelpreis gekriegt. Die EU. Deutschland ist der drittgrößte Waffenhändler. England, Frankreich. Wir liefern alle mit Waffen in irgendwelche Gebiete. In irgendwelche Krisengebiete, an irgendwelche Menschen, da machen wir natürlich nicht offiziell, nee, klar. Und wir kriegen den Friedensnobelpreis, wofür? Für genaues Zielen, oder was? Bei der nächsten Oscar-Verleihung werden wahrscheinlich Khomeini, Hitler und Hussein für Lebenswerk nominiert sein. Also ganz ehrlich gesagt, da kriege ich mal richtig konservativ. Ne? Ja, ich bin eigentlich nicht konservativ, da wäre ich konservativ. Ja, das ist zum Beispiel eine gute Sache. Ne? Dieses Gesetz müsste noch gelten. Ne? Meine sehr geehrten Damen und Herren, bis 1927, das ist wirklich wahr, durfte man in Bayern kein Fußball spielen. Jetzt überlegen Sie mal, das Gesetz wäre heute noch in Kraft, was wäre uns alles erspart geblieben? Ne, das wäre doch, bayerische Landesregierung, ich weiß nicht, ob sie das will, aber das ist ein Hammer. Die haben 11.000 so eine Päckchen Heu eingeschweißt in durchsichtiger Plastikfolie und haben das an 11.000 Kinder versteckt und Jugendliche. Das sollte Bewerbung für Ferien auf dem Bauernhof sein. Ja, das ist schon komisch, finde ich auch. Jetzt sind allerdings 9.600 so und so viele davon direkt an Bauernhöfe gegangen, wo die Kinder gewohnt haben. Also das ist schon schwierige Bewerbung, wenn er sagt, mach doch mal da Urlaub, wo du lebst. Ich kann das morgens vorstellen, wenn der Bauernsohn dann zu seinem Vater sagt, du, die bayerische Landesregierung hat ein Viertel vom Heu geschenkt. Und sein Vater wahrscheinlich so, guck mal, ob da Marihuana drin ist, weil ich bin beschissen. Aber dieser Spaß hat 120.000 Euro gekostet. Das hätten die für 120.000 Euro diesen 11.000 Kindern alle schenken können. Sind die denn bescheuert oder was? Wo ich gerade von bescheuert habe, wenn du mein Nachbar Werner bist, jetzt bestimmt mal. Werner ist ein netter Kerl. Werner ist ein lieber Mensch. Also, aber ein bisschen einfach. Und letztens stand er bei mir vor der Tür, so klopfte so an. Ich mache die Tür auf, sage hallo Werner. Werner grüßt eigentlich. Der geht einfach an einen vorbei und setzt sich bei einem auf Sofa auf. Dann saß er da so und guckt mich an und sagt, Pavel, du bist doch so technisch bewandert. Ich sag, ich? Sag ich, nicht doll. Sag ich, was kann ich denn für dich tun? Ich habe mir ein E-Pad gekauft. Ich sag, du hast so ein iPad gekauft von Apple. Nein, ich habe mir ein E-Pad gekauft von Apple. Apple wird da ganz anders geschrieben. Apple. Ich sag, alles klar, was kann ich denn für dich tun, Werner? Ja, weißt du, ich habe gedacht, ich hole mir so ein Ding, ich habe drei Bücher, ich will die jetzt downloaden. Die Neger sind um die Platz weg. Ich sag, alles klar, soll ich direkt aus dem Bücherregal downloaden? Sag ich, das wäre nicht einfach. Nee, aber darum geht's mir gar nicht, Pavel. Mir geht's ums Internet. Ja, sag ich, Internet, was kann ich denn für dich tun? Ja, das ist doch eine ganz tolle Sache, findest du nicht? Ich sag, ja, das ist, ja, das ist doch wirklich klasse. Aber ich habe jetzt mal eine wirkliche Frage. Ich sag, frag doch, wie sind die Menschen früher ohne Computer ins Internet gekommen? Da war ich baff. Da habe ich gedacht so, was? Wie zurückgeblieben ist der denn? Ja, zurückgeblieben. Meine Oma ist am 18. Januar, jetzt in diesem Jahr, 98 Jahre alt geworden. Ja, das ist ein kleiner Applaus für Sie. Das finde ich auch. Das ist eine ganz tolle Sache. Meine Oma trinkt 5 Korn am Tag, den ersten morgens um 9, den letzten um 19 Uhr. Rauft wie ein Schlot und ihr Lebenselixier ist, älter zu werden, als Johannes hieß das. Und ganz ehrlich, ich gönne ihr das von Herzen. Wir müssen uns das mal vorstellen. Die ist 1915 geboren. Im Ersten Weltkrieg. Den Zweiten Weltkrieg hat sie total bewusst mitgekriegt, aber den Ersten Weltkrieg als Baby. Dieses Bewusstsein kennt, das merkt man heute noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich habe sie angerufen und habe zu ihr gesagt, Oma, 98 finde ich ein Hammer, ich lade dich ein. Komm, nimm dir eine Freundin, fahr alleine, ist egal, ich lade dich ein, fahr eine Woche nach Italien. Totenstille auf und dann sagst du, Oma,
Nee, sagt sie, da fahr ich nicht hin. So, wieso das denn nicht? Wegen dem haben wir den Krieg verloren. Ich sag, oh Mann. Sagt, ihr habt doch nicht wegen Italien den Krieg verloren. Nee, wir haben wegen Italien den Krieg. Ich sag, Oma. Nee, die waren ja zu feige, die sind da weggenommen, da fahre ich nicht hin. Ich sag, Oma. Nee, das meine ich. Da komme ich wie ein Verleger vor. Ich sag, Oma, gut. Es gibt noch eine Alternative. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, soll aber auch sehr schön sein. Polen. Wieder Totenstille. Ich sag, umkehren. Nee, sagt sie, nach Polen fährt man nicht in Urlaub, da marschiert man ein. Ich sag, Oma. Sagt sie, aber ganz alleine da einmarschieren, traue ich mich jetzt an. Ich sag, Oma, bitte. Ich sag, sie weiß was, das gefällt mir. Ich ruf dich gleich zurück, wo es hingehen soll. Ich bin aufgelegt, ich denk so, ach, Alter, 2 Minuten später schon. Ich nehme den Hörer, so, Stalingrad. Ich sag, Oma! Oma, ist echt, vielleicht finden wir ein paar Teile von Opa. Ich sag, Oma! Sag, Stalingrad gibt's gar nicht mehr. Ach, die wollen die Niederlage vertuschen. Ich sag, Oma, wir haben verloren, aber nur nach Punkten. Ich sag, ja, ist gut. Ich rufe dich gleich zurück, sag ich. Und dann mache ich dir ein Angebot und dann werden wir das sehen. Und wenn du denn nicht willst, dann bleibst du eben halt mit dem Arsch zu Hause. Aber ich denke, Hörer aufgelegt, dann ich so, mit dem Arsch zu Hause, sag ich, das ist auch nicht so nett gewesen. Aber egal, habe ich mich schon rumgeguckt, habe sie zurück und gesagt, Oma, Schweiz. Ja, sagt sie, Schweiz finde ich klasse. Ich sage, ehrlich, Schweiz finde ich super. Da wollte ich mich schon immer mal richtig umgucken. Ich sage, das kannst du ja gerne machen, das sind tolle Landschaften. Die ist keine 2 Tage, weil abends ist morgens los, abends ruft mich der Schweizer Zoll an. Und sag, ja, wir haben ihre Oma verhaftet. Ich sage, warum das denn? Da sagt sie, die ist gleich auf den ersten Zöllner losgegangen mit den Worten, wenn ihr das Judengold nicht rausrückt, dann kommt mit was haben. Ja, du bist, ich weiß nicht, ob das eine schlechte oder eine gute Nachricht ist. Ich meine, die schlechte Nachricht ist sicherlich, meine Oma sitzt im Knast. Die gute ist, Prosit, die gute ist, vielleicht lernst du mal was aus ihren Nazi-Sprüchen, ne? Kann ja sein. Aber was ist jetzt wirklich eine gute und eine schlechte Nachricht? Also ich sage es mal so, meine sehr geehrten Damen und Herren, die schlechteste Nachricht, die es für uns geben könnte, für die Menschheit, wäre die, wenn Außerirdische hier landen würden und würden auf einem Schweineschlachthof landen. Wenn sie dann überflüssigerweise die Schweinesprache noch kennen würden, würden sie die Schweine fragen und sagen, wer tut euch das an? Und die Schweine würden wahrscheinlich antworten und sagen, die Menschen. Und dann würden die Außerirdischen vielleicht sagen, dann wollen wir sehen, wer jetzt gegessen wird. Das ist eine sehr schlechte Nachricht für die Menschheit. Aber eine sehr gute für die Schweine. Dankeschön.